Daniela, ihr habt bei euch den Hans-Joachim Gerks, oder? Ist das Gerks, oder? Ja, Hanjo Gerks. Hanjo Gerks. Ja. Ja. Also das, was ich bis jetzt über den gelesen habe, ist irgendwie ziemlich cool. Aber vielleicht sagst du mal, was macht der genau? Ja, der Hanjo ist unter anderem an der TU München und forscht zum Beispiel zur Ambidextrie. Was ist denn das? Die Ambidextrie ist etwas ziemlich Cooles, weil das ist eine Idee, dass du beidhändig etwas machen kannst, sollst, musst, um erfolgreich zu sein. Und das überträgt sich lässt sich aufs Management übertragen, heißt beidhändiges Management. Aber der ist nicht nur an der TU, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern der ist auch noch irgendwie an einem Institut oder so, ja, oder? Ja, genau. Das ist die Gesellschaft für empirische Organisationsentwicklung in Regensburg. Da ist er Partner und Mitbegründer. Ich glaube, die sind zu viert oder zu fünft. Und sind eine Ausgründung von der Uni Regensburg. Okay. Cool. Und wir machen ja vier Slots sozusagen gemeinsam. Ja. Und jetzt habt ihr aber gesagt, das wäre cool, wenn denn alle sehen könnte, oder? Ja, also auch unser Linies. Ja, also wir haben ja das Thema Brückenbilden beziehungsweise von Old Work zu New Work und wir haben gedacht, der Hanjo passt da als Opener quasi richtig gut rein, weil der eben mit diesem Thema Ambidextrie beziehungsweise sein spezielles Thema ist, ich glaube, Netzwerke brauchen Hierarchie. Ja, genau. Und das ist ein bisschen verbunden mit der Ambidextrie, das heißt, wir haben quasi eine Brücke direkt geschlagen von der einen zur anderen Welt. Der Titel ist ja auch cool. Netzwerke brauchen Hierarchie, oder? Mhm, ja. Also, ja. Ich glaube, es ist ja so ein bisschen die Idee, dass Netzwerke gar keine Hierarchie brauchen, dass sie irgendwie so sich selbst organisieren, selbst funktionieren. Genau. Und der Hanjo ist aber völlig anderer Ansicht und sagt, nee, es braucht genau die Hierarchie dazu. Dann sind wir mal gespannt, was der uns zu sagen hat, oder? Ja, ja. Okay. Also cool. Hanjo, wenn du das siehst, wir freuen uns auf dich. Ja, ja. Das tun wir.